muss immer erst so weit kommen, dass wir hier irgendwo ankommen, demonstrieren oder wie auch immer, bevor die Politik wirklich mal ganz gleich, welche Partei das nun ist, von selber einfach mal drauf kommt und sagt, da müssen wir jetzt was tun, dass den Unternehmen, also gerade auch den kleineren Unternehmen, ich führe jetzt auch kein Weltunternehmen, dass gerade denen sofort unbürokratisch und unkompliziert unter die Arme gegriffen wird, dass die Steuern und Abgaben auf den Diesel und zwar sofort für zumindest Gewerbetreibende gesenkt werden, da muss sofort was passieren. Und wir können das, das hat die Corona-Politik gezeigt, die Soforthilfen, auch wenn die ein bisschen schlampen waren, aber wir können das, die Flüchtlingspolitik zeigt das auch immer wieder, wir können das ja, wir müssen es nur wollen. Ja, heute sind hier Lkw-Fahrer und Landwirte vor den Landtag gekommen, um gegen die hohen Dieselpreise zu protestieren, mit Recht. Denn das ist wirklich existenzgefährdend, was hier gerade passiert. Die Energiepolitik ist voll gescheitert und die Erleichterungen, die gestern beschlossen worden sind von der Bundesregierung, reichen nicht aus. Wir hier im Landtag haben gestern gerade gefordert, dass die Steuern und die Abgaben auf Treibstoffe deutlich gesenkt werden müssen und nicht nur so ein bisschen wie gestern. Es muss deutlich runtergehen, das kann der Staat auch schnell machen. Diese Unternehmer hier hinter uns, die brauchen sofortige Hilfe, die brauchen sofortige Entlastung von den hohen Spritpreisen, denn sonst müssen sie ihren Laden dicht machen.